Servus liebe Freunde und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Saphir Backstage! So, heute erwartet uns Teil 9 unserer schönen Sidequests. Tja, was erwartet euch heute für ein Schmarrn? Und zwar, ihr wisst ja alle, im Part 10 kommt der absolute Höhepunkt von meinen Sidequests, nämlich die türkische Hochzeit am Pyroberg mit... Wer kann es erraten? Natürlich MacGyver und Lady Gaga. Muss man erstmal nach vorne tun, natürlich. Ist ja unser Dreamteam, die müssen wir allen zeigen. Und ich finde, da das natürlich was ganz Besonderes ist, sollen wir doch bestimmt ein Kamerateam suchen, damit wir ein bisschen Promotion und ein bisschen Werbung machen können. So wie die richtigen Promi-Pärchen das auch tun. Schauen wir mal, weil ich glaube... Laut meiner Erinnerung war da letztes Mal, wo ich da gekämpft habe, ein Kamerateam drin. Ah! Ich habe auch richtig geglaubt, da sitzt sie! Und zwar nicht Pia und Udo, sondern Heidi und Bruce! Bruce! Hey Bruce! Oh, Herr Yoshi! Ah, wie geht's euch denn so? Oh, mir geht es gut, aber ich kann wirklich der Wahrheit sagen, ich kann nicht gut aufnehmen. Und meine Ohren hat super geklingelt. Und ich weiß noch, du warst letztes Mal mit Lady Gaga, hast mit uns gekämpft und das ist so ein hübsches Mädchen. Ich finde sie sehr schön und sie kann Modeling. Und apropos Modeling, geh noch mal bitte zu Heidi. Sie hat was Kleines vorbereitet für dich. Oh, wie geil! Bestimmt das, was ich denke. Okay, Lady Gaga und MacGyver sind vorne. Ja, MacGyver, komm mal wieder runter. Und zwar leider zum letzten Mal im Pokémon Saphir. Das war jetzt nämlich der letzte Doppelkampf. Aber egal. Genießt es. Ich spreche jetzt einfach an. Hey Heidi! Oh, du bist Yoshi, hallo! Erinnerst du dich noch an uns? Und wie hat die Watte geschmeckt? Weiß ich nicht, also die, ich weiß nicht, meine Ohren können leider nicht schmecken. Zeigst du uns, wie stark du geworden bist? Ist eigentlich egal. Okay, das war das Stichwort. Und wenn du gewinnst, dann, ich habe noch was mitzuteilen. Wir sind nämlich heute im Wiesenflur und drehen eine spezielle Pokémon-Staffel von Germany's Next Topmodel. Und ein Lady Gaga ist eingeladen, aber nur, wenn sie gewinnt. Und, was macht ihr sonst? Und, und wir erfüllen noch einen kleinen Extra-Wunsch. Hast du noch einen Extra-Wunsch? Ja, also im nächsten Part werden Lady Gaga und MacGyver heiraten am Pyroberg, türkische Hochzeit. Und wir brauchen da ein bisschen Werbung, damit auch viele Leute einschalten und es auch gucken und auch viele Kommentare schreiben. Ah, das machen wir natürlich auch. Aber erst musst du gewinnen. Okay, das war das Stichwort. Ja. Boah, ein bisschen mit Ehrfurcht. Der letzte Kampf, Interviewer Heidi und Bruce, Magneton und Krabums. Los, Lady Gaga und MacGyver. Oh Gott, was ist denn das für ein Ding? Schaut aus wie so eine Kirchenorgel oder so. Das ist, glaube ich, die Entwicklung von Krakelo. Oh, ja, Kirchenorgel, das passt ja. Okay, was machen wir denn? In unserem allerletzten Kampf. Funkensprung auf Krabums und Psychokinese auf Magneton. Wird's eine Elektroorgel? Und dann danach wird schön georgelt, georgelt, georgelt. Dich erschrecken, Lady Gaga. Oh, Ultraschall. Und es zieht. Was machen wir jetzt? Machen wir jetzt Funkensprung. Nochmal auf Krabums und. Psychokinese auf Magneton. Muss schon hinhauen. Ah, oh, dieses kleine Fitzelchen. Aber ich hab's trotzdem paralysiert. Wie geil. Ah, oh, super. Wenigstens Krabums paralysiert. Oh, du dummes Ding, Mann. Aber jetzt noch einen schnellen Ruckzuck-Hieb auf Krabums und kommt Geheimpower auf Magneton, ist jetzt wurscht. Müsste auch reichen. Ja, blas uns den Hochzeitsmarsch.
Oh, dieses kleine Fitzelchen. Ich dachte, es reicht. Aber jetzt ruckzuck hier Geheimpower. Egal. Endlich. Ja, wir kriegen endlich Werbung. Interviewer Heidi Bruce wurde besiegt. Wow, das war aber ein interessanter Kampf. Hast du alles aufgezeichnet, Bruce? Oh, ich kann die Kamera nicht so lange halten. Na, ist egal. Aber versprochen ist versprochen. Wir werden jetzt erstmal ein bisschen Werbung machen. Also Leute, im nächsten Part, im Part 10, werden Lady Gaga und MacGyver, die so eindrucksvoll gerade gekämpft haben, heiraten. Und zwar nicht irgendeine Hochzeit, zwar die türkische Hochzeit am Pyroberg. Also bitte, schaltet ein, wenn YoshiBoy48 euch dazu einlädt, zu der wunderschönen türkischen Hochzeit am Pyroberg, und bringt alle leckeren Döner mit und packt eure Dönerspieße ein und alles. Und sein einfach dabei, weil das wird nämlich was ganz Besonderes. Ganz im Gegensatz zu anderen Promi-Pärchen wie Prinz William oder Fürst Albert oder keine Ahnung, oder Elton John oder sowas. Schaltet einfach ein, das wird genial. So, und nun zu dir. Yoshi. Oh, erstmal vielen, vielen Dank. Danke, bitte, bitte, kein Problem. Hier hast du noch ein Stück Watte für unterwegs. Oh, vielen Dank. Für die Ohren. Ist immer gut. Zischwackel, erinnerst du dich? Das hast du das letzte Mal nach einem Kampf gesagt. So etwas vergesse ich nie. Was meinst du? Dürfen wir dich nochmal interviewen? Ja, ja. Natürlich, weil ihr jetzt für mich Werbung gemacht habt. Ja, wunderbar. Danke. Okay, wie würdest du deine Gefühle hinsichtlich unseres Kampfes beschreiben? Kommt so nett, bitte. Und während du überlegst, kann ich dir nochmal ans Herz legen, dass wir in Wiesenfluss sind und dort eine spezielle Pokémon-Staffel von Germany's Next Topmodel drehen. Ja, wie geil ist das denn? Und ich finde, Lady Gaga ist wirklich hübsch. Und auch mit einer reichhaltigen Ernährung. Und ich denke mal, dass die da super reinpasst. Boah, wie geil ist das denn? Aber Bruce, bist du da auch dabei? Ich kann da leider nicht dabei sein, weil ich mit Dieter und Sylvie bei Supertalent auftreten muss. Also, aber es gibt einen, der ist zwar leider auch nicht Deutsch, aus Germany, und aber ist ein ganz großer alter Showmaster, der wird mich vertreten. Oh, wie geil! Da muss ich sofort hin. Ja, gut, aber wie können wir jetzt den Kampf beschreiben? Ich würde mal sagen, heimgehen. Gehen wir erstmal heim und machen uns frisch, dann kommen wir wieder. Oh, ja, das ist das perfekte Schlagwort. Ich bin überzeugt, dass dies eine große TV-Sendung wäre. Vielleicht schreiben wir dies sogar im Fernsehen aus. Als Achte auf das Programm. Okay, man sieht sich im Wiesenflur. Ciao. Boah, geil. Putzi, du hast gehört. Flieg uns nach Wiesenflur. Zu Germany's Next Topmodel. Aber erstmal müssen wir ins Pokémon Center. Hallo, Schwester Joy. Hey, weißt du das Neueste? Bei uns wird Germany's Next Topmodel gedreht. Ja, ich weiß. Ich werde ein Pokémon da hinschicken. Oh, toll. Dann wünsche ich euch ganz, ganz viel Glück. Ich hoffe, ihr gewinnt auch. Aber deine Pokémon sehen ziemlich hungrig aus. Ja, die können mal eine Kleinigkeit zum Naschen vertragen. Das trifft sich gut. Im Wettbewerbshaus, da ist ein Snickers-Automat. Kannst du die Snickers auch selber herstellen, deswegen sind sie dann ganz, ganz frisch. Boah, wie geil ist das denn? Das wollte ich schon immer mal machen. Das mache ich. Danke für den Tipp. Tschüss. Tschüss und viel Glück. Danke, kann ich brauchen. Und vor allem unser Pokémon. So, da sind die Studios von Germany's Next Topmodel. Wer es nicht glaubt, ist dieses Schild hier. Pokémon-Wettbewerbe, Normalklasse-Registrierungen, kommt alle her, all ihr Pokémon-Trainer. Heute
wird eine spezielle Pokémon-Staffel von Germany's Next Topmodel gedreht. Moderation Heidi Klum und ein Überraschungsgast. Yeah! Bin mal echt gespannt, wer es wird. Ist ein alter, bekannter Showmaster, kommt aber nicht aus Deutschland. Ich hab da so eine Ahnung. Aber schauen wir mal. Gehen wir erstmal rein. Ah! Dann haben wir auch gleich unsere Snickers-Maschine. Oder? Ist das die Snickers-Maschine? Hey Alter, ist das die Snickers-Maschine? Ich liebe es, Snickers herzustellen. Ich habe immer einige Bären dabei. Wenn du magst, können wir einige Snickers zusammen am Bärenmixer herstellen. Ja, du meinst Snickers-Maschine? Ja, wie geil ist das denn? Yoshi und die Schokoladenfabrik. Geil, ey. Na ja, gut, meine Pokémon haben eh Hunger. Oh, möchtest du mit diesen alten Herren ein paar Pokeriegel bzw. Snickers herstellen? Ja, geil, bitte, 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 bitte. Ausgezeichnet. Weißt du, wie man Snickers herstellt? Ja, ich kenne die Zutaten. Dann lass uns loslegen. Lass uns Bären mixen. Bärenmixer wird gestartet. Oder genauer gesagt, die Snickers-Maschine. Wähle eine Beere aus dem Beutel, die die Snickers-Maschine soll. Ja, würde mal sagen, fangen wir ganz klein an. Nehmen wir die Schokobären. Und zwar die Nirbebären. Oder ich weiß nicht, welches das sind. Egal. Das wird auch recht schwer, glaube ich. Aber ich gebe mein Bestes. Ihr müsst nämlich darauf achten, dass ihr immer die roten Kringel bekommt. Dann dreht sich das Rad schneller. Und da wären die Snickers viel, viel besser. Oder egal, was ihr herstellen wollt. Ich komme aber zu oft an den Kreuz dran. Schauen wir mal, was rausgekommen ist. Pokeriegel Cyan. Oh, ich habe Milky Way bekommen. Na gut, hebe ich mir auf. Nummer 2. Da haue ich jetzt eine Sananabeere rein. Genießt es einfach. Wie ich mich hier abmühe. Dass ja nichts anbrennt. Mann, Opi, lass nichts anbrennen. So, was haben wir jetzt? Pokeriegel Lila. Milka Lila Pause. Ja. Ach, Arsch, Mann, das war Milka Enjoy. Milka Lila Pause gibt's ja schon lange nicht mehr. Okay, Enjoy. Haben wir jetzt? Nehmen wir eine Sanana. Nein, eine Nana-Beere. Also ich finde den kleinen roten Kringel erwischt man am besten. Oder am meisten besser gesagt. Wenn du weit entfernt bist, kriegst du ein blaues Kreuz. Wenn du nahe dran bist, an der Spitze, kriegst du einen kleinen roten Kringel. Und den vollen roten Kringel kriegst du, wenn du exakt triffst. Pokeriegel braun. Ja, Snickers. Wie geil. Snickers ist ja braun. So, jetzt haben wir Nummer 3. Jetzt kommt Nummer 4. Jetzt nehmen wir eine Granabeere. Ich denke mal, es wird Kit Kat. Have a break. Have a Kit Kat. Ich
Klappt doch schon ganz gut, oder? Pokerig Lila. Und... Na, ich glaube, das waren M&M's. Okay. M&M's Crisp, aber. Das sind meine Lieblings-M&M's. Okay, Nummer 5. Dann nehmen wir jetzt mal Qualot-Bären. Twix wäre jetzt nicht schlecht, wenn wir jetzt was Gelbes kriegen würden, das wäre toll. Pokeriegel braun. Oh Gott, was ist noch braun? Ach komm, lass Twix durchgehen. Twix ist eigentlich Gold, aber ist egal. Haben wir jetzt eigentlich noch was? Ich weiß nicht. Ich zähle zur Sicherheit nochmal. Egal. Upsala. Mann, das braune war ein Lion, genau. Oliv, das ist aber Twix. Das war schon, ich glaube, ich habe jetzt 6 Stück. So, Box auf. Ja, ich habe 6 Stück. Farbe ab mit Milky Way. Wer kriegt das? Das kriegt natürlich erstmal, warte mal. Ja, ich würde mal sagen, so passt eigentlich die Farbe am besten. Die kriegt unser Butzi. Butzi kriegt Milky Way. Nom 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 nom. Ja, hat ihm scheinbar ganz gut geschmeckt. Also habe ich einen guten Job gemacht, so wie es ausschaut. Jetzt kommt M-Joy. Die kriegt unser Lurchi. Guten Appetit. Nom 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 nom. Boah. Scheinbar war der verdorben. Sorry, Lurchi, das wollte ich nicht. Hoffentlich bist du jetzt nicht böse. Snickers heben wir auf. Und jetzt kommt Lila M&M's, genau. M&M's kriegt unser Dickmann. Guten Appetit. Om nom 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 nom. Boah. Oh fuck, ich glaube, das waren nur die normalen Schokodinger. Ich meine, das wäre... Wie sagt man... Crisp gewesen. Drum mag er die nicht. Jetzt kommt Twix. Die kriegt unser Gary. Miau. Nom 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 nom. Ah! Das hat aber gut geschmeckt. Habe immer eine gute Wahl getroffen. Sehr gut. So. Jetzt kommt ein Lion. Lion, Löwe. Passt doch wunderbar zu MacGyver. Bitteschön. Nom 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 nom. Oh. Ups. Sorry, Mann. Muss egal, dass es nicht so dein Typ ist. Hätte ich dir doch lieber Twix gegeben oder sowas. Aber jetzt kommt Snickers und das bekommt natürlich Lady Gaga. Bitteschön, Lady Gaga. Lass dir schmecken. Ja. Schiene ganz gut geschmeckt zu haben. Okay, Pflicht erfüllt. Dritte Pflicht voll zugleich. Herzlich willkommen zu Germany's Next Topmodel. Melden wir uns an. Hallo.
Hallo, wir nehmen Anmeldungen für Germany's Next Topmodel an. Jeder, der eine Wettbewerbskarte besitzt, darf teilnehmen. Wenn du keine hast, kann ich dir sofort eine ausstellen. Möchtest du eine Wettbewerbskarte haben? Ja klar, ich will ein Model bekommen. Bitteschön. Wettbewerbskarte erhalten, wie geil! In Germany's Next Topmodel zeigen 4 Trainer eines jeder Pokémon einer Jury. Der Wettbewerb besteht aus 2 Durchläufen. Im ersten Durchlauf wird jeder durch den Catwalk gejagt. Und es wird geprüft, wie das Pokémon beim Publikum ankommt. Im zweiten Durchlauf wird das Pokémon mit der Ausdruckskraft seiner Attacken überzeugen und dabei auch grazil über den Catwalk laufen. Die Attacken müssen sorgfältig gewählt werden, damit sie unserem Überraschungsgast ins Auge fallen, und auch den Moderatoren und das Publikum müssen begeistern werden. Versuche, die Attacken gut zu platzieren. Am Ende werden die Ergebnisse beider Durchläufe addiert. Das Pokémon mit dem besten Ergebnis wird zum Gewinner erklärt und zum Model erklärt. Soll eines deiner Pokémon an einem der Wettbewerbe teilnehmen? Ja, natürlich, klar. An welchem Wettbewerb möchtest du teilnehmen? Eigentlich passt da der Schönheitswettbewerb am besten. Aber laut der Attacken, ich habe ihn mal kurz schlau gemacht, laut der Attacken ist der Klugheitswettbewerb am besten. Deswegen nehme ich mal den Klugheitswettbewerb. Welches Pokémon soll teilnehmen? Welches Pokémon will Model werden? Ja, was ist denn für eine blöde Frage? Wen nehmen wir? Tada! Lady Gaga! Lady Gaga will Model werden, unbedingt! Ist das dein Model? Ja, natürlich! Okay, dein Pokémon wird an Germany's Next Topmodel teilnehmen. Dein Pokémon ist die Nummer 4. Der Wettbewerb wird in Kürze starten. Bitte folge mir und viel Glück euch beiden. Dankeschön. Boah, ich bin so aufgeregt. Und Lady Gaga auch. Na gut, Lady Gaga ist ein Model. Die ist ein Profi. Hey, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Germany's Next Topmodel. Die folgenden Trainer und ihre Pokémon nehmen teil. Ich bin's wieder, eure Heidi Klum. Zum einen haben wir hier Knizi von Hartmut. Oh, ist die süß. Dann haben wir hier Blutbad von Rudolf. Hier ist der geil. Dann Samini von Truni. Oh, wie geil ist die. Und last but not least, Lady Gaga von Yoshi. Ausziehen, 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 ausziehen. Na, das kommt später. Nun haben wir alle 4 Pokémon gesehen. Und durch den... Zeit für die erste Bewertung, weil sie alle durch den Catwalk gelaufen sind. Das Publikum entscheidet, welches Pokémon am besten gefällt. Und ohne weitere Verzögerung kommen wir zur Bewertung und dann übergebe ich das Wort an unseren Überraschungsgast. Bewertung läuft. Ja, aber keine von denen hat ihre Titten gezeigt. Okay, die Bewertung ist nun abgeschlossen und ich gebe jetzt nun ab an meinen Co-Moderator, unseren... Wir lassen ihn heute extra für euch wieder aufleben. Herzlich willkommen, der berühmte Showmaster Rudi Carell. Ja, danke, guten Abend und herzlich willkommen für die Kinder. Hi. Heute hier bei am laufenden Band. Oh nein, Herr Carell, wir sind heute nicht beim laufenden Band. Ach so, wirklich nicht. Wo sind wir denn dann? Ja, wir haben jetzt gerade noch einen Durchlauf gesehen. Wir sind gerade bei Germany's Next Topmodel. Alles kennt ihr, was ist das für eine eklige Sendung? Wir kommen jetzt schon zum zweiten Durchlauf. Und was wird da jetzt gemacht? Im zweiten Durchlauf zeigen uns jetzt unsere Models ihre Ausdruckskraft, ihre Attacken. Sie werden uns dann mit ihren Pokémon, die Pokémon werden jetzt mit ihren Attacken uns versuchen zu überraschen. Ah! Ah, mit Attacke überraschen. Oh, toll. Lass dich überraschen. Gleich kann es geschehen, dass dir alle Wünsche in die Hose gehen. Ja, okay, so ungefähr. Hoffen wir, dass sie mit unseren Attacken uns den Atem rauben. Hoffen wir auf Enthusiasmus. Lass die Vorführung beginnen. Oh, ich bin richtig aufgeregt. Hey, kleiner Mann. Was ich? Ja, du, wie heißt du denn? Yoshi. Boah, ich bin voll aufgeregt. Endlich sehe ich Rudi Carell. Ich dachte, er wäre tot.
Ach, das ist wohl durch. Ich hab mir noch ein bisschen lecker ausgeruht. Was sagst du für ein Pokémon? Ich hab Lady Gaga als Pokémon. Ah, Lady Gaga, das ist ja ein sehr toller Name für ein so tolles Pokémon. Ja, also, die ist wirklich toll. Also, ich sehe dann auch so lecker original holländische Tomatensalat wie ich. Was? Tomatensalat aus Wassertomaten? Nee. Ja, was ist hier denn dann? Ja, na gut, ihre Lieblingsspeise ist, wie sagt man, ja, Snickers und Schnitzel mit Käse. Oh, toll, toll. Und dann hat sie noch so eine schöne Modelfigur, oder was? Ja, das sehen Sie doch mal selber. Machen wir mal. Oh, voll auf Angriff. Führ mir Psychokinese vor. Zeig uns, wie geil du bist. Ah, bei dem muss ich ein bisschen Geduld haben. Da kann man fast gar nichts. Oh. Ich habe auch nicht so viel Blut. Aber toll. Toll für den Anfang. Ja, mal schauen, was ich nie sehe. Oh. Was ist das für ein ekliges Pulver? Das kenne ich auch in Holland. Dope. Also, das zieht bei mir nicht. Also, aber ich schäme, das Publikum ist so gefallen. Lady Gaga, was hast du für uns vorbereitet? Oh! Was sind das für eine Welt? Ist ein bisschen Konkurrenz gehabt oder was? Oh, aber die Gaga, die sieht ja so heiß aus. Ja, die kann essen, was sie will und die nimmt nicht zu. Und ja, da kriegst du aber auch einen kleinen Applaus. Die Gaga kriegst du einen kleinen Applaus. Ja, die kann essen, was sie will, aber die nimmt mich zu. Die ist echt so heiß, die muss nicht mal ihre Brüste zeigen. Ah, ist toll. Sehr toll. Also, die Gaga, ja, ist ja lecker Dinge. Okay, Nummer 2. Was haben wir jetzt? Ich glaube, Lady Gaga soll sich jetzt mal schützen. Mach mir Gedanken gut. Oh. Ah, sie beruhigt sich. Macht sie öfter Modeling und sowas? Ja, ich denke mal schon. Sieht mal, Applaus, Applaus, Applaus. Ja, die Gaga ist ja eine lecker Dinge. Wow, Samili ist sein eigentlich gewachsen. Oh, aber so schön ist es auch nicht. Oh, oh mach mir schlimm, schwer und verblutbar genauso. Oh, oh blutbar, was ist denn los mit dir? Bist du gar nicht mal am Schlimm Memme? Aber Lady Gaga war diesmal auch nicht gerade von schlechten Eltern. Hm. Versuchen wir jetzt eine Nummer. Können wir jetzt dann nochmal Pokémon. Nochmal Psychokinese machen? Ich weiß nicht. Obwohl ich jetzt auf Platz 1 bin. Na gut, probier ich's einfach mal. Oh! Lady Gaga ist schon wirklich ein lecker Ding und sie hat ihre Attacke super ausgewählt. Und dafür kriegt sie einen ganz kleinen Applaus, einen klitzekleinen Applaus. Yeah, wenigstens ein kleiner Applaus als gar kein Applaus. Oh! Sie ist wirklich super süß. Aber das mag ich nicht, das ist. Das ist Wiederholung. Das geht gar nicht. Das ist richtig schlecht. Oh, so ein Kupensaat. Oh, bist du alles verschreckend oder was? Lady Gaga, da ist die Bühne. Was ist mit Lady Gaga los? Aber super gewählt, super gewählt. Aber das ist nicht. Aber das ist ein keine coolische Wettbewerb. Blubba, was ist los mit dir? Lady Gaga zal een beetje aan zich arbeiten. Ze had zwar een tolle Figur, maar vielleicht kan ze een beetje wat rumreißen.
Was können wir denn machen? Soll ich mal Gedankengut versuchen? Ja, tun wir nur zum mal schützen. Machen wir Gedankengut. Vielleicht kann sie zur Not mal ihre Brüste zeigen. Wow, die Eichel ist gewachsen. Aber ist immer noch nicht schön genug. Achso, scheinbar will sie noch angezogen bleiben. Oh, aber die Kacke ist wirklich ein lecker Ding. Dafür geschah ein kleiner Applaus. Mila, eine klitzekleine Applaus. Eine klitzekleine Applaus. Was da ist? Oh, jetzt kommt sie wieder. Kommt sie wieder mit dem ekelhaften Pulver. Ja, aber Lady Gaga steht nicht auf Drogen. Trotzdem gibt es ja einen klitzekleinen Applaus, einen klitzekleinen Applaus. Oh, ich kann nicht sehen. Aber Blutball ist einfach viel zu hässlich. Aber Lady Gaga ist wirklich gut. Lenkt Juror von den anderen Pokémon ab. Ja, ich kann es mal versuchen. Kannst zur Not mal deine Brüste zeigen oder so. Oh, ich glaube, der Blitz war leider nicht schwach genug. Leider nicht stark genug, aber schauen wir, was die anderen für uns vorbereitet haben. Oh, wir sind alle verschreckt wieder. Mann, Lady Gaga, da ist die Bühne. Oh Mann, Lady Gaga. Shamili, du hast dich leider der Tür gehört. Oh, willst du uns alle einschauen? Boah. Boah, Kilsi. Ich muss jetzt echt sagen, vielen Dank. Oh, ich hab doch gesagt, ich hab nicht so viel Blut. Aber du hast ein bisschen was Oberweis gekillt. Dafür kriegst du einen klitzekleinen Applaus. Aber schauen wir, was Lady Gaga noch kommt. Okay, soweit zur Ausdruckskraft der Attacken. Die Bewertung ist auch hier beendet. Danke für vielen, vielen Dank für die Show und vielen, vielen Dank für die geistreichen Worte von Rudi Carell. Herzlichen Dank. Ja, vielen Dank. Mir hat es super lecker gefreut. Das war vielleicht das Größte, was ich hier erlebt habe. Ich bin mal echt gespannt, weil wer jetzt hier als Sieger vorgeht. Ich natürlich auch. Herzlichen Dank an die Teilnehmer für ihre wunderbare Vorführung. Da ist ihre Bewertung abgeschlossen. Vielen Dank für alles. Kommen wir nun zu dem, was unseren Puls höher schlagen lässt. Die Bekanntgabe der Gewinner. Wer wird Germany's Next Topmodel 2011 von Pokémon Saphir? Der Juror scheint für die Bekanntgabe bereit zu sein. Okay, Rudi Carell. Wer ist der Gewinner? Okay, ich will nur lecker Sieger bekannt geben. Also, ich muss auch wirklich sagen, herzlichen Dank nochmal an alle. Und alle waren wirklich super gut. Und es ist wirklich eine schwere Entscheidung gewesen und bin mal gespannt. Also, hier ist der Umschlag. So, das wäre Ihr Preis gewesen. Boah, ich bin so aufgeregt, Mann. Oh, ganz knapp! Wie geil! Die Siegerin ist Lady Gaga von Yoshi! Ja, Lady Gaga hat schon eine wunderbare leckere Figur. Ich sag doch, sie kann essen, was sie will. Sie nimmt einfach nicht zu. Liebe Magermodels, nehmt euch ein Beispiel dran. Esst Schnitzel mit Käse, isst Twix, isst, nascht alles, was ihr wollt. Da seht ihr so heiß aus wie Lady Gaga. Wie geil! Lady Gaga, danke, ich bin stolz auf dich. Wahnsinnig geil.
dann wäre der Sieger Lady Gaga. Lady Gaga wird Germany's Next Topmodel 2011 von Pokémon Saphir. Herzlichen Glückwunsch. Yeah. Ausziehen, 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 ausziehen. Ja. Bitteschön, hier, das ist dein Preis. Moment. Moment, Lady Gaga. Okay, jetzt kannst du zur Not mal deine Brüste zeigen. Yeah! Yeah! Ja, wer? Da staunt ja. Aber Lady Gaga ist leider vergeben. Oh. Ja, tut mir leid, man kann nicht alles haben im Leben. Aber bitte seid beim nächsten Mal dabei für die türkische Hochzeit. So, Lady Gaga. Wir bereichen hiermit dieses Band als Zeichen deines Sieges und wir engagieren sie in einem Fotoshooting als Model und wir sind auch dann live vor Ort, wenn ihr die türkische Hochzeit macht und machen super tolle Fotos. Yoshi erhält ein Band. Ja. Yoshi steckt Lady Gaga das Band an. Wie geil. Bitteschön, Lady Gaga. Boah, Lady Gaga, du bist echt so heiß und das ist der Beweis dafür. Herzlichen Dank. Dankeschön. Wie geil. Oh. Lady Gaga ist ein Star wahrscheinlich, oder? Du hast an einem Pokémon-Wettbewerb teilgenommen, stimmt's? Du kannst mir doch etwas über dein Pokémon erzählen. Ich bin Reporter. Ich arbeite an einer Geschichte der an Germany's Next Topmodel. Würdest du mir wohl einige Fragen beantworten? Ja, natürlich. Oh, das machst du, vielen Dank. Beschreiben wir doch kurz den Wettbewerb, an dem du gerade teilgenommen hast. Boah, wie war's einfach? Das war einfach nur epic awesome, würde jetzt Tommy sagen. Wie geil. Der war einfach nur... Also leicht war er auf keinen Fall, der war echt schwer. Boah. Schauen wir mal, was nehmen wir denn? Also man muss ein Genie sein. Und das war Lady Gaga. Lady Gaga ist echt ein heißes Ding, ohne Scheiß. Ah, ich verstehe. Das ist ein bewegender Kommentar. Da man kommt ein gutes Bild davon, wie dieser Wettbewerb war. Hier eine letzte Frage. Wenn du das Wort klug hörst, was für ein Bild hast du dann vor Augen? Klarer Fall. Hoffentlich ist Lady Gaga auch drin. Leider nicht, dann nehmen wir einfach mal den ganz normalen Namen von ihr. Gardevoy. Und alle Insider wissen eigentlich schon Bescheid. Gardevoy ist und bleibt das heißeste Pokémon überhaupt. Oder besser gesagt Lady Gaga. Kein Wunder, dass MacGyver mit ihr zusammen ist. Boah. Die ist echt so heiß und das ist der Beweis dafür. Da stellst du dir also unter dem Begriff klug vor. Dankeschön, du hast mir einige Ideen geliefert. Jetzt kann ich eine gute Geschichte über die Pokémon-Wettbewerbe schreiben. Vielleicht, aber nur vielleicht, findet sie auch ihren Weg ins Fernsehen. Ich hoffe, du schaltest dann ein. Jo, schauen wir mal. Und ich hoffe, das war's jetzt dann nämlich in dem Sinne, ich hoffe, ihr schaltet dann auch ein beim nächsten Mal bei Part 10. Und zwar bei der türkischen Hochzeit. Und die wird richtig geil. Das wird alles in den Schatten stellen. Ob das Lady Gaga in den Schatten stellen wird, glaube ich nicht. Schaut's einfach nochmal an. Also wenn da nicht schwach wird, das weiß ich auch nicht. Naja gut, bevor es jetzt zu lang wird, machen wir jetzt erstmal einen Cut, sammeln uns noch ein bisschen für die türkische Hochzeit und ich hoffe, ihr seid auch alle da mit dabei. Also bis dann. Ciao.